Moin zusammen. Mein Name ist Felix Heyer und ich arbeite bei Grimme als Geschäftsfeldmanager für den Bereich Gemüsetechnik. Und ich möchte den WV 205 vorstellen. Der WV 205 ist ein getragener Zwiebelschwattleger mit einer Siebkanalbreite von 2,5 m und wird hier im System mit 2,25 m Spurweite eingesetzt. Grob zum Produktfluss der Maschine. Wir haben hier eine Rodewelle verbaut, die die Zwiebeln im Boden lockert und herausholt. Und dann mit dem Paddel werden sie auf das erste Siebband befördert. Im ersten Siebband haben wir hier einen Rotorklopfer verbaut. Dann geht es zur ersten Fallstufe auf das zweite Siebband. Dort haben wir noch einmal Dreiecksrollen verbaut. Und dann wird das Produkt über den Trichter im Schwarz zusammengeführt. Zudem haben wir hier auch den Zwischenbunker verbaut. Den können wir am Vorgewände ablassen, sodass wir ein paar Zwiebeln zwischenbunkern können, um etwas Platz zum Anroden zu schaffen. Ich möchte noch ein paar Highlights vorstellen. Die automatische Höhenführung, die hier verbaut ist. Wir haben zwei Schleifkufen, die die Höhe des Beetes abtasten und das Signal dann links und rechts unabhängig an die Zylinder der Stützräder weitergeben. Das System wird mit Isobus bedient, sodass wir die Möglichkeit haben, externe Terminals zu verwenden, aber auch das integrierte Schlepperterminal. Und wir haben auch die Möglichkeit, einzelne Funktionen auf die frei belegbaren Tasten des Joysticks zu programmieren. Zudem haben wir hier eine Einsetzautomatik. Diese erkennt, wenn die Maschine über den Dreipunkt ausgehoben wird, dass dann beide Schleifkufen auf den Endanschlag fallen und die automatische Höhenführung stoppt erstmal, sodass die Zylinder nicht zu viel Weg machen. Gleichzeitig wird eine einstellbare Zeit vorgegeben, mit der die Stützräder wieder einziehen. Und dadurch können wir beim darauffolgenden Einsetzen die Maschine besser in den Boden bekommen, da nicht bereits ein Teil des Gewichts durch die Stützräder getragen wird. Und somit zieht sich die Maschine besser in den Boden. Ein weiteres Highlight der Maschine ist die Paddelwelle, hier hydraulisch angetrieben mit dem innenliegenden Hydraulikmotor, sodass wir auf der vollen Breite die Zwiebeln auf das erste Siebband fördern, sodass wir keine Verluste am Vorgewände bekommen. Und zudem ist die Paddelwelle in der Höhe einstellbar über diese Kurbel. Das hat den Vorteil, dass wir die Höhe des Paddels an der Produktmasse anpassen können, sodass wir optimale Produktschonung, aber auch gleichzeitig Durchsatzleistung gewährleisten können. Als drittes Highlight möchte ich noch einmal das Boogie-System erwähnen. Also die Kombination aus Beetwalze und Stützrad über ein Pendel miteinander verbunden. Die Besonderheit ist, dass über die Feder Kraft von der Beetwalze auf das Stützrad übertragen werden kann. Das bedeutet, sollte es anfangen aufzuschieben vor der Beetwalze, dann steigt die Last auf der Beetwalze und gleichzeitig wird sie dann aber übertragen auf das Stützrad, sodass durch die geringere Last die Beetwalze von alleine wieder freiläuft. In der Serie des WVs gibt es noch vier weitere Arbeitsbreiten, sodass wir die Spurweiten von 1,50 m bis 2,25 m abdecken können.